Hallo Leute, willkommen zum ersten Let's Play von Project Cyber. Ja, ja. Mit dabei ist mal wieder der Spooky. Wir haben zurzeit ein bisschen mehr was zu tun. beziehungsweise weniger zu tun, wie man es nehmen will. Ja, Project Cyber, es ist gerade in der Alpha. Ich habe auch ein paar Keys für euch, falls ihr es dann ausspielen wollt. Einfach anschreiben, ansonsten den Link unten in der Beschreibung nutzen, dann könnt ihr euch einen Code generieren. Ansonsten, das dauert aber ein paar Tage, dann kriegt ihr eine E-Mail und ich könnte euch direkt morgen sozusagen welche geben. Einfach mir eine E-Mail schreiben und ihr kriegt sofort einen Key. Ja, die E-Mail-Adresse steht dann unten in der Beschreibung. Ja, das könnt ihr glaube ich auch beim Spooky machen. Gibt's dann bei dir auch was, ne? Ja, natürlich. Denn wir haben also auch beide ein paar Keys uns besorgt, damit ihr direkt welche haben könnt, weil bei denen dauert das halt ein, zwei bis drei Tage. Ja, wie gesagt, es ist ein Alpha-Spiel, also es können noch einige Bugs kommen, es gibt auch einige Bugs, es ist auch nicht hundertprozentig richtig fertig und alles mögliche. Aber ich hoffe, es wird euch jedenfalls gefallen, dazu zu schauen. Es wird jetzt auch demnächst noch dazu kommen, dass noch einige andere von uns mitmachen, das heißt auf jeden Fall der Travis ist noch dabei und alles. Sonst noch was? Nö. Also, dann startet einfach mal das Spiel. Jo. Und natürlich machen wir jetzt ein wenig Let's Battle. Juhu. Ja, ich freue mich schon drauf. Es ist kein richtiges Let's Battle. Es kommt nicht in die Folge von den Let's Battles. Nein? Nein. Na gut. Dann in eine Vorstellungsfolge. Genau. Wir spielen jetzt hier mit Bots. In die Multiplay, würde ich sagen. Also ich habe ja die Multiplay-List angelegt. So ein wenig. Da ist noch ein anderer mit zugekommen. Wie, ein anderer? Oder? Nö. Ich bin das. Oder? Bist du ich? Ich bin du. Blasku. Ja, das Spiel ist eigentlich relativ einfach, so von Handhabung, also mit Maus steuerbar. Ich glaube, VSD geht auch, ne? Oder ist das nur Maus? Oh, guck mal, ich will ein Eigentor schießen. Hui! Das geht nur mit VSD und so dann... Ist ab wie aus. Ja, und mit der Maus kann man aber noch die Schusslenkung machen, quasi wohin man schießt. Und der Schmetz startet dann in 15 Sekunden. Hey! Ich habe deinen Ball geblockt. So. Oder so ähnlich. Und dann gibt es noch so Special-Dinger. Okay. Jeder hat so sein eigenes Special quasi. Ich bin zum Beispiel eigentlich... Ah, cool. Ich kann den Puck wegschießen mit dem Special-Shot. Ja, wir testen halt jetzt gerade noch aus. Wie gesagt, es ist jetzt noch nicht mal gar nicht wirklich draußen. Ihr habt nur über die Möglichkeit, über diesen Key, den wir euch geben, direkt bei Steam das Spiel zu verifizieren und dann halt... Oh, okay. Damit porte ich mich direkt zum Tor zurück. Okay. Damit habe ich meine Wand. Okay. Ja, ich bin sozusagen der Keeper des Spiels. Also es ist immer 3 gegen 3. Es ist, wie das Spiel angekündigt wurde, sollte das eigentlich so eine Art Pong sein. Aber ich finde, das ist jetzt eher so eine Art Eishockey. Ah, Keeper, Keeper, Keeper. Tor! Keeper. Ja, Nummer 3-3 und irgendwie sind wir hier immer alleine, obwohl wir auch sagen Team rein, aber das liegt wohl noch an diesem Beta. Ja. Also im Singleplay ist das Team auch da, muss man mal dazu sagen, aber irgendwie im Multiplay noch nicht so ganz. Was machst du da? Ne? Das ist eine fiese Attack. Ja, das ist mein Jump, also meine Leertaste. Hab auch so eine Leertaste. Und zwar macht das quasi diese schöne Attack, die kann man leider nicht immer machen. Weiß gar nicht, pro Match 3 Stück oder so, ne? Nee, ich glaube, ich kann... Das lädt sich irgendwie wieder auf oder so. Ja, und das ist der Link, das ist ja, ich würde einen Puck auch mitnehmen. Naja, gut. Tor. Ach, verdammt, man muss in der gegnerischen Hälfte sein, damit man ein Tor machen kann. Nein, das war meiner. Ja, ich muss auch mal ein Tor schießen und es ist frei und juhu, da ist er drin. Ich bin eindeutig zu langsam. Also meine Ulti ist, dass ich direkt vors Tor laufen kann. Alter, die Laufbewegung ist echt bei deinem Preplay echt schon mal schön. Nee, du bist ja irgendwie so ein bisschen affig, ne? So Orang-Utan oder so. Von der Gegenbewegung auch her. Danke dir. Auf dann mal in die andere Richtung, ne? Kuckuck. Ach so, den Puck sollte man übrigens mitnehmen. Den kann man nur eine gewisse Zeit halten. Und dann ist vorbei. Nein!
weil eigentlich jetzt so gegen die Wand und dann, wieso kannst du dich nach vorne porten? Das finde ich jetzt gar nicht nett. Lass den Quatsch. So, und genau damit das nicht passiert, muss man hier immer im letzten Drittel sein mit seinem Männchen gegen das andere und ja. Okay, das heißt also diese linke Bar da, nein. Ja! Also die Bar, die sich neben meinem Charakter auflädt, ist dafür da, dass ich diese Barriere machen kann. Du kannst Barrieren machen, das ist ja ein Ding. Also sprich rechte Maustaste hier, dafür. Mhm. Ja, jetzt wird's gefährlich und da war mir die Wand noch zu. Oh, ich hab ihn geblockt. Yeah. Und weg mit dem Ding. Oh, jetzt kommt ein Special quasi. Der Raum wird, irgendwie von außen geflutet und dann, vorhin hatten wir Wind, ne? Ja, hier auch wieder. Der war extremst übel, muss ich mal sagen. Und ja, es ist wieder Wind. Dementsprechend, lass ich den Puck los. Schief liegt der Ball in der Kurve. Ich habe gedacht, dass die Kurve ein bisschen härter ist. Spielen wir hier um die Kurve, hä? Ah, damn it, du. Also ich mag dieses, den Ball abnehmen vom Gegner und dann einmal im Kreis drehen. Ah ja, toll. Im Kreis drehen, das kann ich auch, ne? So um die Kurve und so. Was Dudley! Wieso bin ich immer noch in deiner Hälfte? Das frage ich mich gerade auch. Buggy? Ein wenig? Ein wenig. So ein bisschen? Wai! Gehst du jetzt mal weg hier? Und da? Mich haben ab in die, deine Hälfte, da ist der Puck. Warte. Mich haben ja auch die Produzenten gefragt von dem Spiel, ob ich euch dann, wenn ihr das Spiel euch besorgt habt, über meinen Link oder über deren Link, was ihr von dem neuesten Update und alles mögliche haltet und was ihr von dem Spiel allgemein haltet. Das solltet ihr dann schön auf deren Seite posten. Dafür gibt es auch noch den Link unten in der Beschreibung. Dann schreibt ihr da einfach den, was ihr davon haltet und ja, die sind dann happy drüber und die sind happy zu mir. Das heißt, wir könnten vielleicht nochmal ein anderes Spiel sehen, deren erstes Spiel, wenn wir Glück haben. Also, schreibt ihr mal Schönes, sagt, was ihr vom Spiel haltet. Es ist wie gesagt komplett in der Alpha, es ist noch nicht einmal irgendwo richtig angekündigt, es ist sehr unbekannt bislang das Spiel, deswegen, ich finde es aber relativ cool, deswegen... Warum kannst du immer deine Special Text machen und ich nicht? Mal so eine Frage. Das ist nur mein Rechtsklick. Aha, und damit machst du eine Art Turbo-Boost. Aber den Rechtsklick kann ich auch nicht unendlich machen. Nee, das war auch nur einmal kurz. Das ist mein Schild, das hier. Mit dem Schild kann ich halt breitbeinig abwehren. Scheiße. Kannst du das? Hat man gesehen. Ich muss doch auch mal gewinnen. So dezent. Ein wenig. So. Aber mit dem Schild rumzufahren ist ja auch irgendwie lustig, ne? Ja, da muss man schon ein bisschen Zielwasser für trinken, Kollege. Guck mal, so. Ab in deine Ecke. Gibt's auch wieder lecker Bananen und so, ne? Ja. Du mich auch. Den Rechtsklick musst du auf das, den Ball machen. Ich weiß, aber irgendwie dachte ich, du würdest da so... Oh, na, so noch nicht. Du musst erst in meine Hälfte. Aber man sieht schon, es macht schon ein wenig Fun hier, gerade im Multiplay. Und ich denke mal, demnächst kann man auch dann zu dritt in einem Team im Multiplay sein, ne? Und dann ist die Zeit um. Und ich habe gewonnen! Hey, wer hat's gedacht? Okay, Erstmal gewinne. Dann benutze ich noch einen anderen Champ. Jetzt weiß ich ja, dass man die Ulti nur dreimal oder zweimal im Spiel einsetzen kann. Ich dachte, ich habe sie die ganze Zeit und, ja. Ja, das war ja das, was ich auch gemeint hatte, dass man die wirklich nur zwei, dreimal in dieser ganzen Zeit benutzen kann, ne? Ja, da oben ist noch Tiny Brains, sein erstes Spiel, das gibt's für die PlayStation und für Steam. Und ich würde es gerne mal für Steam haben. Ich darf dieses Video auch denen direkt schicken und dann, weiß ich nicht, gucken sie sich's an oder was auch immer. Und ja, vielleicht habe ich ja Glück und kann mir Tiny Brains vielleicht von denen auch mal anspielen lassen, tun, falls es denen von mir gefällt. Ja, das wollen wir doch sehr hoffen, dass wir das mal können. Ne? Dann machst du nochmal wieder eins auf.
Oder nee, ich mach mal eins auf. Ja, machen wir doch immer noch hier so. Moment, nee, nicht Escape, sondern Continue. Ach so, das war meine Levelanzeige gerade. Welche Level bist du denn? Ich bin 3. Ich auch. Hey, da haben wir ja beide das Tutorial abgeschlossen. Geschlossen, ja. Krieg ich die Anfrage? Komisch. Gut, ja, selbstverständlich. Vorstadt, tralala, nee. Invite Friend, hallo. Nein, nicht da. Ich habe, ich habe ein Spiel aufgemacht. Ach, du hast... beitreten. Ja, dann brauch ich doch, brauchst du doch keine Anfrage, sondern ich, Nein, ne? Du machst jetzt einfach, du gehst jetzt wieder auf Spielen und den Knopf in der Mitte und da... Ja, ja, wir haben's ja schon. Das sind sogar mehrere Spiele offen. So, mal gucken, ob ich dir auch heute mal beitreten kann. Yeah, ja, ich kann. Wunderbar. Gut, dann nehme ich jetzt auch mal den Champion hier. Nein, der ist gut. Tu mir das doch nicht an. So. Willst du nicht auch mal den Tank nehmen? Der kostet schon was. Also das kannst du auch ein bisschen mit Geld, kannst du hier ein bisschen was machen. Du kannst auch im Ingame Geld verdienen, aber das ist noch nicht ganz draußen, weil man Level 4 irgendwie erst Quests abschließen kann und sowas. Es ist halt noch in der Beta, noch nicht alles ausgereift. Ja. Aber wir können ja froh sein, dass wir schon vorher anspielen dürfen. Sehr früh sogar. Wie gesagt, ich hätte es eigentlich schon vor 2 Monaten eigentlich euch schon gezeigt. Das Problem war nur, es war unspielbar. Ich habe es gestartet und es hat sofort geleckt. Es lag nicht an der Grafikkarte oder was auch immer. Es lag daran, dass dieses Spiel halt aus Kanada ist. Das heißt, die Server sind wahrscheinlich auch in Kanada gewesen. So, und das Problem war halt wirklich extrem, dass man nichts machen konnte. Ich habe versucht, das Spiel zu starten, es hat geleckt. Ich habe versucht, irgendwas in den Optionen zu machen und die hatten noch keine Option. Ja, also viele andere Optionen kann man hier jetzt auch noch nicht so machen. Also du kannst zwar ein bisschen die Grafik einstellen und sowas, aber so viel nun auch wieder nicht, ne? Hattest du da oben stehen Turn-Off-Bots oder hattest du da Turn-On-Bots? Ich hatte stehen Off-Bots, also ich hast ja auch schon das Spiel davor Turn-On-Bots, also ich glaube irgendwie, ja. So. Zombie. Was, Zombie? Jonas. Hier werden ja auch welche angezeigt, Zombie und sonst hier, aber irgendwie sind die nicht da. Ja. So. Oh doch, da oh sind doch. Sie, oh Gott, wieso sind sie alle okay in deinem Team? Wieso sind die alle, okay, jetzt sind sie auch bei mir im Team. Okay, witzig. Okido. Ja, das ist doch mal. Also so ist das Spiel eigentlich generell gestaltet, dass man zu dritt in einem Team ist und den Puck liegen lässt. So. Okay. Und jetzt geht das Spiel auch schon los. Das ist mein richtiges Spiel hier. Ja, was hattest du denn jetzt? Turn on oder off? Turn off. Komisch. Hatte ich ja vorher auch und irgendwie waren wir nur zu zweit. Also es gibt 2 Varianten, das zu spielen und da sollte man möglichst schnell hinrennen und dem Gegner den Ball geben. Oder Puck oder... Tor! Ich weiß nicht, das war mein Mitspieler, es tut mir leid. Ja. Ja. Mein Team ist aber kacke. Ach Quatsch, komm. Hab schon 2-mal mein Special verbödelt, ohne ihn brauchen zu müssen. Was macht der Zombie vorne? Da? Irgendwann ist er drin, also früher oder später. Fuck, schon wieder mein Ulti verballert. Na, damit, ich wollte ihn hinten rumschicken. Zum Teammate. Aber meine ist ziemlich schnell, muss ich sagen, ne? Nein. Wir haben es gerade fast geschafft, ein Eigentor hinzukriegen. Das war kein Pass, ich habe den Ball weggekickt. Ach so, ja dann. Komm, komm, komm. Da ist Donald. Du weißt, dass du den Ball nicht so lange festhalten kannst. Ja, drum gebe ich ihn dir mal kurz zum Festhalten.
oder deinem Teammate. Nein! So schnell konnte ich mich nie drehen. Lauf, lauf, lauf. Lauf, lauf, lauf. Bello, lauf. Aber irgendwie bleiben die da hinten stehen oder so, ne? Mhm. Und er nimmt den Ball nicht. Jetzt hast du ihn aber. Boah, schaffst du. Nee, eigentlich nicht. Es könnte ein knappes Ergebnis werden. Oh. Na, nimm den Puck ruhig mit. Ja, 3-1 hier. Nee, nee. Ah, nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn, Manu. Komm schon, komm schon. Komm schon, du schaffst es oder auch nicht. Fuck. Ein knapper Lechter. Tralala. Es windet hier ein wenig. Er macht doch den Pass. Oh, du bist so blöd, ey. Ich bin blöd? Warum? Ich weiß. Ist aber echt schwierig mit dem Wind hier. Na, wo passt du denn hin? Hui, Käse. Was macht der Keeper hier vorne, Alter? Keepen. Fuck. Kann ja jetzt eh nichts passieren. Im Grunde. Erstmal. Dafür kann er sich ja nach hinten teleportieren. Nein. Was schießt du mich denn hier? Oh, das gibt's doch nicht. Fuck. Ja. Warte, du! Ich bin ja vorne. Oh, so knapp am Posten vorbei, das gibt's ja nicht. So ein Schmorn. Komm, jetzt aber! Ja. Jawoll! Mit meinem 360, Alter. Also. But the game is not over yet, I think. Nah, boo. Nimm ihn doch, du bist so kacke. Selber. Ah, das war jetzt hier aber fies. Ey, drängelt mich doch hier alle ab hier. So eine Frechheit. Du liebst es zu drehen, ne? Was hast du denn für eine Drehmaus, ey? Das ist total geil. Meine kommt gar nicht so schnell rum, Umecke. Und jedes Mal ist er bei mir. Ist doch nicht mehr wahr. 360 No-Scope oder sowas war das. Okay, whatever. Ja, schießen gegen die Wand. Ich glaube, wir kommen aber jetzt zum Endspurt. Ja, das geht so lange, bis es einer gewonnen hat. Das ist das Schöne. Ach so, ja dann. Hast du ja jetzt gewonnen. Fuck. Ach, verblock mich doch nicht. Mach den ruhig selber rein. War das ein Eigentor oder was? Wahoo, Jungens! Oh, Mama Kurve und ran da! Lauf, lauf! Schießt euch gegenseitig jetzt mal um, ey. Ja, wir können nichts anderes. Und jedes Mal hat er das Scheißding, ey. Ich könnte kotzen. Fuck. Mein Keeper ist halt gut. Ist der neue in Eishockey-Version.
Ja, klar, nimm den Ball ab. Oh, so knapp dran vorbei. Ich weiß, jetzt, ich weiß, dass das nicht mehr auf den, dass du mit dem nicht schießen musst, sondern du musst mit dem... Was musst du? Mit dem Rechtsklick musst du auf ein Teammate gehen. Das eben, was ich geschossen habe. Ja, oder du nimmst mir den Ball ab, während ich es ausprobieren möchte. Okay. Nenn er dem noch, Mann! Siehst du, dann wirst du nämlich schneller. Aha. Oh. Ja. Du hast eindeutig einen besseren Keeper. Really? Ma. Und Tor, oder? Oh. Wo sind da die Fairness? Wir sind nur noch zu zweit. Wie, ihr seid zu zweit? Ich muss alleine stürmen. Ich bin zwar eh alleine. Ja, siehst du. Aber das Spiel macht Spaß, Alter. Jo. Ich finde das mal richtig cool. Also ich weiß nicht, es hat richtig was. Vor allem diese Grafik, so ein bisschen Borderlands-like. Yibi! Hä? Na gut, aber dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, aber sowas von. Spätestens im Battle, würde ich sagen, ne? Ja. Oh, ich bin Level 4. Ich auch. Hey, check hands. Gut, also denn, hoffen wir, euch gefällt das Spielchen vielleicht auch ein wenig und wer sie haben will, einfach melden. Genau, E-Mail steht in der Beschreibung, einfach schreiben mit, wie wollen wir denn das, die Beschreibung nennen? Was sie einfach so als Beschreibung reinschreiben sollen, als E-Mail hier, als Header. Ach, als Header. Beta-Key. Ja, vielleicht wie das Spiel heißt und der Beta-Key dazu. PC-Key. Okay? Aber PC-Key. Wegen PC-Key? Project Cyber. Okay. Project Cyber. Ja, passt. Okay. Ich werde es halt immer in die Beschreibung schreiben. Das ist der Computer, aber okay. Nee. Wir schreiben es nochmal in die Beschreibung. Und dann, wie gesagt, schaut in der Beschreibung vorbei, wenn euch das Spiel gefallen hat. Bis dann. See you later, alligator.